und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Sonst würde ich gerne mit Ihnen einfach mal ein kurzes Beispiel durchgehen, das mit Sicherheit irgendwo ein bisschen fiktiv theoretisch ist. Mir geht es aber darum, dass Sie den langfristigen Zusammenhang über mehrere Jahrzehnte sehen. Sollen wir das mal kurz machen? Okay, also, wir gucken uns das mal an und sagen, okay, das ist die Zeitschiene und wir machen das wie in meinem Buch, weil dann habe ich die Zahlen im Kopf, brauchen wir nicht groß hin und her zu rechnen und wir müssen auch mit keiner Währungsreform rechnen. Wir sagen, 1950, nehmen wir mal an, dass Ihre Eltern im Jahr 1950 noch minderjährig waren. Ja, also Ihre Großeltern, ja, okay. Und Ihre Großeltern, was weiß ich, haben sich mit dem Auto um den Baum gewickelt. Ja, und die Eltern waren damals noch minderjährig, okay. Für jeden nachvollziehbar, ja, so heißt ja. Okay, gut. 1950. So, jetzt waren das aber sehr wohlhabende Großeltern. Die haben ihren Eltern 100.000 D-Mark. Und wir nehmen mal an, sie hätten zwei Eltern. Nein, also das wären zwei Geschwister, ja? Sohn und Tochter. Jeweils 100.000 D-Mark vererbt. So, 100.000 D-Mark 1950. Das war, da musste eine alte Frau lange für stricken. So, 100.000, jetzt wurde Folgendes gemacht, da die Eltern ja noch minderjährig waren, wurde vom Gericht ein Vermögensverwalter bestellt. Wir nennen das mal, ist juristisch jetzt nicht alles hundertprozentig, aber darum geht es auch nicht. Es geht nur um die langfristige Aussage. So, der eine Vermögensverwalter, sagen wir für die Tochter, also für ihre Mutter oder was auch immer, hat das Geld extrem konservativ angelegt. Die Auflage von Seiten des Gerichtes war, dass das Kapital erhalten bleiben sollte, genau, jawohl, und nur die Zinsen, die Erträge aus den 100.000 D-Mark verbraucht wurden für Essen, Kleidung, Ausbildung und so ein Gedöns. Ja? So, der eine Vermögensverwalter hat jetzt Folgendes gemacht. Wie hat er das Geld angelegt? In Termingeldern, Festgeld. Ja? Was also Zinsen, was damals noch 5-6% abgeworfen hat. Okay? Festgeld. Was fällt Ihnen noch ein, wo es gute, vernünftige Zinsen gab? Bundesanleihen, ne? Also so Firmenanleihen, Bundesanleihen, Anleihen vom Staat. Die heißen auch festverzinsliche Wertpapiere. Vielleicht haben Sie den Begriff schon mal gehört. Anleihen, was gab es sonst noch, wo es Erträge gab? Von mir aus was für den täglichen Spargroschen, Sparbuch. Ja, damals gab es auch so 2, 3, 4% teilweise. Ja? So. Jetzt, Zinsen wurden verbraucht. Auflage war nicht an das Geld ranzugehen. Wir schreiben jetzt heute, wir gehen aus dem Beispiel, weil sonst rechnen wir uns hier einen Wolf. Wir schreiben heute das Jahr 1998. Ja, dann haben wir auch kein Problem mit D-Mark und Euro. Ja? So, Auflage war, das Geld nicht anzugreifen. Große rhetorische Preisfrage. Was schätzen Sie, wie viel Geld ist immer noch auf dem Konto? 100.000, ja, genau. So. Ja? Mein Kunde, im Buch nenne ich ihn Tim, sagte dann, ja, aber... Was könnte er gesagt haben? Was ist mit den 100.000 aus 98 im Vergleich zu denen? Genau, die Zahl ist immer noch die gleiche. Aber was ist weniger geworden? Kaufkraft, ganz genau. Ne? Also durch Inflation ist das einfach immer viel weniger geworden. Das heißt, für die 100.000 im Jahr 98 kriegen sie nicht mehr so viel wie die 100.000 aus 1950. So, vollkommen richtig. Das heißt, das war die Entwicklung der Kaufkraft in diesen Anlagen. Wie nennt man die als Oberbegriff? Wie kann man die noch nennen?
Das ist Anlage, also legen Geld in was an? In Geld. Also was sind das? Vielleicht schon mal gehört, sonst helfe ich Ihnen. Nennt man auch im Oberbegriff Baufinanzierung? Schütt.